Heute Abend wartet eine leichte Aufgabe. Ich werde in ein bewachtes Anwesen eindringen, einem fetten Adligen sein unbezahlbares Kleinod stehlen und mich unbemerkt zurückziehen. Lord Befford ist auswärts unterwegs und Gerüchten zufolge begleitet ihn der Hauptmann seiner Wache. Das ruft geradezu nach einem kleinen Einbruch. Das vordere Tor von Lord Beffords Anwesen wird ständig bewacht und die Hauptstraße ist viel zu exponiert. Aber Cutty meinte, dass es an der Seite einen günstigeren, abgelegenen Eingang geben soll. Nur eine Wache und wahrscheinlich keine lästigen Zeugen. Cutty möchte ein bestimmtes Zepter haben. Silbern, juwelenbesetzt, mit den üblichen Verzierungen. Es dürfte einen hohen Preis erzielen. Typisch für seinesgleichen wird Befford seinen Schatz vermutlich auf der obersten Etage des Hauses aufbewahren. Nahe seinem Herzen und möglichst fern der Dienerschaft. Warten ist zwecklos. Ich habe den alten Bauplan des Hauses von Cutty und wer bei Befford schlafen soll, wird es mittlerweile tun. Es wird Zeit aufzubrechen.